Hallo euch allen, da sind wir dabei Madden NFL Football. Wir sind zurück in der Red vs. Blue Challenge. Wir haben die 11. Challenge des roten Teams zu spielen. So, und zwar dürfen wir in dem Drive keinen Rushing TD erlauben. Das ist ja interessant. Passing TD ja oder was? Naja, wir schauen mal. Also unsere Defense ist so heiß, die will gar keinen Touchdown zulassen. Weder durch Lauf, weder durch noch durch einen Pass. Und auch ein Field Goal wollen sie eigentlich nicht. Ich bin mal sehr gespannt, was das jetzt für eine Konstellation ist. Wenn es natürlich so sein wird, dass die Blues bereits führen und kurz vor unseren Endzone stehen, dann können sie sich nachher mit einem Field Goal natürlich zufrieden geben. Dann hätten wir die Challenge geschafft. Dann wäre es also eine klassische Goal-Line-Stand-Situation. Ist das irgendwo innerhalb des Feldes? Da mache ich mir mal gar keinen Kopf drum. Ich weiß gar nicht, wann ich den letzten Rushing TD kassiert habe. Das ist schon eine Ecke her. Passiert nicht allzu häufig. So, dann schauen wir uns mal an, wo der Ball hier gleich liegt. Gratulation an meiner 10-Yard-Linie. Dann ist es wirklich schon, geht es stark in Richtung eines Goal-Line-Stands. Erster und 5. Was Gutes, was mir entgegenkommt, ich bin es ja gewohnt, mit meiner Defense zu blitzen. Auch wunderbar. Wir haben auch die Marcus Lawrence auf dem Feld. Erster und 5. Wie gesagt, kein Rushing TD. Vom Passing TD hat keiner gesprochen. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Das war das Mieseste, was passieren konnte. Jetzt haben wir einen First and Goal an der 1-Yard-Linie. Oh, ist das schlecht. Jetzt haben sie natürlich alle Chancen. Und da steht schon ein Mann im Backfield. Das sieht stark nach Todd Gurley aus. Im Backfield. Elway wirft. Incomplete Pass. Wir haben ein Second and Goal. Wir versuchen natürlich hier sämtliche Lücken hier zu verschließen. Und da ist der Lauf, ja, da geht er in die Endzone. Ganz schlecht gespielt. Ja, tödlich war dieser eine 9-Yard-Pass am Anfang im ersten Play. Der war fatal. Das heißt, wir müssen die ganzen Spurkes nochmal machen. Erster und 5. Und das war ein Sack, der den Blues richtig wehgetan hat. Zweiter und 11 damit. Der Ball ist an der 16-Yard-Linie. Wir blitzen wieder mit den beiden Safeties. Ich glaube, damit haben die Blues nicht wirklich gerechnet. Zweiter und 11 an der 16-Yard-Linie. Jason Woods kommt wieder nach vorne. Diesmal ist es Xavier Woods, der den Running Back direkt, Marshall Lynch ist es übrigens, im Backfield tackle kann. Und jetzt haben wir einen dritten und 15. An der 20-Yard-Linie. Also ein Rushing TD wird jetzt schon ziemlich unwahrscheinlich sein. Elway wirft, das ist ein Pass. Ein Pass in die Endzone zum Touch. Habe ich damit die Challenge geschafft? Ja, nehmen wir mal gerne so mit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.